Die Reintjes GmbH ist spezialisiert auf die Herstellung von maritimen Getrieben. In der Fertigung setzt das Unternehmen aus Hameln auf die Digitalisierung in der Ausbildung. So wird bereits früh der Grundstein für technologisierte Arbeitsprozesse und digitalen Wissenstransfer gelegt. Positiver Nebeneffekt: die Steigerung der Attraktivität als Ausbildungsbetrieb. Unsere digitale Lernplattform ist eine Bündelung von Wissen, die über Visualisierung, also sprich YouTube-Videos, Zeichnungen, 3D-Modelle, uns es ermöglicht, den Auszubildenden schneller zu vermitteln, was die wesentlichen Grundlagen sind in unserem Beruf. Wir haben bei dem ganzen Findungsprozess natürlich die Auszubildenden mit einbezogen und immer gefragt, was haltet ihr davon, könnt ihr damit arbeiten? Wenn wir an irgendetwas arbeiten und merken, okay, das wäre ein gutes Thema für ein Lernvideo, das ist ganz gut, weil das über die Jahre hinweg immer wieder nachgefragt wird, dann können wir das halt auch thematisieren quasi in solchen Videos. Es ist auch einfach festzustellen, dass sie auch sagen, Mensch, da kann ich zu Hause auch nochmal nachlesen. Ne? Also man ist nicht mehr lernortgebunden. Also hier sind die ganzen Papiere und Unterlagen und Bücher. Nein, die haben sie immer griffbereit. Also ich würde es halt lieber anschauen als Video, da ich halt auch sehen kann, was er da macht und wie er das halt macht. Zum einen ist die Kontrolle viel einfacher. Man lernt selbstständig, hat direkt ein Feedback von der Software, ob es richtig war oder nicht. Dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, andere Dokumente hochzuladen, sowas wie technische Zeichnungen. Als Projekt wird es nachher so sein, in dieser Zusatzqualifikation ist das so verlangt, dass Sie auch CAD-Wissen haben. Was Sie zeichnen, wollen Sie dann natürlich auch mal drucken und ergibt ja auch Sinn. Und das geht natürlich nicht ohne 3D-Drucker. Und das ist halt die Fertigungsmethode im Vergleich zu dem, was wir jetzt machen. Material abtragen, um es wieder in Form zu bringen, ist der 3D-Drucker so, dass er im Prinzip Material aufbaut. Das ist einfach das ganze Verfahren mal kennenzulernen. Wenn man da nicht früh Grundlagen schafft, so früh geschult wird, dann ist das einfach zu spät. Also das muss in der Ausbildung schon passieren.